herzlich willkommen wieder bei Nerd von Medizin. Hi. Wir sind wieder in dem romantischen Kellerstudio, das wir neu eingerichtet haben, mehr dazu in den vorherigen Videos. Und heute geht es um ein Thema, das uns sehr, sehr häufig betrifft, nämlich das Thema Synkope oder Kollaps oder was soll das eigentlich alles? Philipp, gleich mal so rein, was ist denn eigentlich eine Synkope? Ja, Martin, erstmal was ziemlich Nerviges, weil damit kommen die Patienten ja tatsächlich ziemlich häufig und fragen dann, ist das was Gefährliches? Also generell sprechen wir von der Synkope bei einem kurzzeitigen Bewusstseinsverlust, der normalerweise auch mit einem kompletten Todesverlust der Körpermuskulatur einhergeht. Jetzt gibt es auch manchmal den Begriff der Präsynkope. Das wird dann schon so ein bisschen diffuser, der ist nicht so richtig klar definiert. Das ist immer dann, wenn der Patient das Gefühl hatte, beinahe das Bewusstsein zu verlieren. Und dann gibt es nochmal den Kollaps. Der Kollaps ist quasi der Tonusverlust der Körpermuskulatur. Also du kippst um, bist aber nicht wirklich bewusstlos. Mhm. Also deshalb fragen die Leute immer, waren Sie bewusstlos? Eine Frage, die ich mir irgendwie dann als Sicht des Patienten stelle, ja, weiß ich doch nicht. Genau, und dann kommen ganz lange Bewusstlosigkeitszeiten, einfach weil die Leute dann verschiedene Zeitempfindungen haben. Mhm. Naja, genau, aber das ist jedenfalls die Synkope und darum soll es halt gehen. Okay, jetzt kommt ein Patient mit Synkope. Was muss ich denn da in der Notaufnahme oder sagen wir vielleicht sogar im Rettungsdienst, was muss man da am Anfang machen? Ja. Jemand hat denn eine Synkope? Genau, also die Synkopenabklärung in der Notaufnahme und auch im Rettungsdienst ist eigentlich relativ einfach. Zu der Synkopenabklärung gehört eine ganz genaue Anamnese, dann gehört dazu ein sauber geschriebenes 12-Kanal-EKG und dann reicht eigentlich schon eine Blutgasanalyse, wenn in der Blutgasanalyse enthalten ist der HB-Wert, also der Anteil an roten Blutkörperchen oder an Hämoglobin im Blut und die Elektrolyte. Das würde auch schon reichen. Okay. In der Realität muss man sagen, kriegen die meistens ein gesamtes Labor in vielen Notaufnahmen, so kenne ich das. Genau. Ist natürlich nicht falsch, aber ist etwas zu viel. Man braucht es eigentlich nicht unbedingt. Okay. Auf was besonders achtest du jetzt in der Anamnese? Weil du sagst, ganz genaue Anamnese, was möchtest du da? Möchtest du da die Appendizitis-Operation von vor 20 Jahren wissen? Genau. Denn genau, das ist das Wichtigste. Das ist das Allerwichtigste. Nein, jetzt geht es ja so ein bisschen darum, das Ganze vom Risiko her abzuschätzen. Denn genau das bedeutet die Synkopenabklärung. Mhm. Okay. Und die Risikostratifizierung, die fängt bei der Anamnese an. Zuallererst einmal möchte ich wissen, gab es Prodromi? Also gab es vorausgehende Empfindungen, die der Patient hatte. Zum Beispiel wäre so ein Prodromi, mir wurde plötzlich schwarz vor Augen, ich hatte Ohrensausen, mir wurde ganz schwindelig. Das wären Herzklopfen oder auch sowas, ne? Plötzlich merke ich so Herzklopfen. Moment. Okay. Das wären erstmal Prodromi, wo man sagen würde, also schwarz vor Augen werden, Schwindel, Ohrensausen, das wären Prodromi, die eher für eine PPP-Synkope sprechen, also für unauffällige Synkopen oder ungefährliche Synkopen, Low-Risk-Synkopen. Was du gesagt hast, das Herzklopfen, fragen wir natürlich auch. Und zwar die Palpitationen. Hatten Sie vorher Herzklopfen? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, denn wenn der Patient sagt, kurz bevor er bewusstlos wurde, hatte er ein ganz, ganz starkes Herzklopfen. Oder Herzrasen. Oder Herzrasen, genau, ja. Palpitation, so als Überbegriff. Mhm. Oder in dem Moment, als er wieder wach wurde, hatte er immer noch diese Palpitation. Dann würde das eher für eine High-Risk-Synkope sprechen, für eine Synkope, die eventuell eine rhythmogene Genese hat, also wo die Herzrhythmusstörung auslöser war, was ja potenziell sehr gefährlich sein kann für den Patienten. Und deswegen fragen wir nach den Palpitationen. Dazu fragen wir den Patienten auch vor der Synkope, war da vielleicht ein Druckschmerz auf der Brust? Hatten Sie vielleicht Luftnot? Mhm. Auch das ist ganz wichtig und spricht eher für eine gefährlichere Synkope. Mhm. Und dann fragen wir, in welcher Position sind Sie eigentlich synkopiert? Und da kann man sagen, in stehender Position zu synkopieren, das ist eher nicht so gefährlich. Ja? In liegender Position zu synkopieren, also ich lag auf dem Sofa und dann bin ich plötzlich bewusstlos geworden. Oder aber bei Belastung zu synkopieren, also ich habe in der Schule einen 1000-Meter-Lauf gemacht und bin mitten während dem 1000-Meter-Lauf einfach umgekippt. Diese Situationen sind High-Risk-Situationen, also im Liegen zu synkopieren, unter Belastung zu synkopieren. Das sind High-Risk-Situationen, die unbedingt abgeklärt werden müssen. Beim Sitzen, da ist es nicht ganz so klar. Eine sitzende Synkope kann auch mal Low-Risk sein, aber da würde ich auch ganz genau hinschauen, ob da eventuell doch weitere Risikofaktoren noch vorliegen. Zusammengefasst, Philipp, du hast jetzt gesagt, High- und Low-Risk, ich glaube, zu denen kommen wir nachher nochmal genauer, aber die erste Frage ist, irgendwelche Prodromi, irgendwelche Vorsymptome, ja, genau.
direkt vor der Synkope und in welcher Position ist diese Synkope passiert. Genau. Ja, das sind so die zwei Knallerfragen, die du fragst. Genau. Was möchtest du noch wissen in Bezug auf Vorerkrankungen? Vielen Dank. In Bezug auf Vorerkrankungen will ich natürlich wissen, haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen? Mhm. Ja? Wenn der Patient mir jetzt sagt, ja, ich hatte schon 10 Herzinfarkte, ich bin immer wieder in kardiologischer Behandlung, dann ist es vielleicht eine gute Idee, da nochmal genauer nachzubohren. Mhm. Ganz genauso ist es natürlich bei allen anderen relevanten Vorerkrankungen, wobei man insbesondere hier an die kardialen Geschehnisse denken muss. Und da lohnt es sich auch mal zu fragen, gab es in Ihrer Familie eigentlich, gerade bei jüngeren Patienten, Menschen, vielleicht Bruder, Schwester, Mutter, die in jungen Jahren gestorben sind, wo man vielleicht später gar nicht wusste, warum die gestorben sind, was dafür sprechen könnte, dass da eine Herzrhythmusstörung, plötzlicher Herztod dahinter steckt, auch dann würde man das unbedingt abklären wollen. Genau, ansonsten an Vorerkrankungen ganz klar, jede andere schwere Vorerkrankung, bekanntes Bauchaortenaneurysma, andere bekannte Krankheiten, da würde man spezifischer nachbohren und dann eben auch nochmal auf dieses spezifische Krankheitsbild, was in der Vorerkrankung erwähnt wurde, nochmal genauer eingehen, natürlich. Okay. Philipp, und dann hast du nochmal gesagt, das EKG. Ja. Auf was achten wir beim EKG? Eine laufende VT werden wir hoffentlich erkennen und den ST-Hebungsinfarkt von mir aus auch. Ja? Aber was will man speziell bei Synkopenpatienten wissen? Du hast es eigentlich schon gesagt, also wir gucken uns das EKG einfach ganz genau an und wonach suchen wir im Speziellen? Wir suchen zum einen nach Rhythmusstörungen, da wäre die VT natürlich sowas, da wäre das neu entdeckte Vorhofflimmern etwas, da wäre eine Schmalkomplex-Tachykardie etwas. Dann suche ich nach Hinweisen für Ionenkanalstörungen, also zum Beispiel Prugada im EKG. Ja. Ich suche nach vielleicht akzessorischen Leitungsbahnen, nach einer Delta-Welle bei einem WPB. Und so weiter, da gibt es eine ganze Menge. Dann schaue ich mir aber auch die QT-Zeit an. Schaue, ist die QT-Zeit vielleicht deutlich verlängert, deutlich verkürzt? Long-QT, Short-QT wären da so Stichwörter, nach denen ich schauen würde. Selbstverständlich die Ischämie-Zeiten, Zeichen. Na klar, die ST-Streckenveränderungen, auch unspezifische, da würde ich ganz, ganz hellhörig werden und dann nochmal nachgucken. Mir fallen da jetzt noch die Blöcke ein, wobei man vermutlich da einen relevanten AV-Block auch im Rahmen einer Bradykardie sehen. Genau, du hast vollkommen recht. Das habe ich jetzt bei den Rhythmusstörungen so zusammengefasst. Aber du hast recht, natürlich jede Form der Rhythmusstörung inklusive AV-Blöcke. Okay. Philipp, wir haben jetzt relativ viel besprochen, was wir fragen wollen. Ja. Und du hast auch schon ein paar Mal den Begriff, hast mal PVP-Synkope gesagt, hast irgendwie mal High-Risk-Synkope. Das sind ja alles so hippe Begriffe der Notfallmedizin. Was spricht für das eine, was spricht dafür für das andere? Kurz Zusammenfassung. Vielleicht sag nochmal vor allem, was ist die klassische Niedrigrisikosynkope und was ist die? Genau, vielen Dank. Also Low- und High-Risk, darum geht es letztlich. Die Low-Risk-Synkope, auch PPP-Synkope genannt. Die heißt so, weil sie typische Prodromie hatte. Mir wurde schwarz vor Augen. Ich hatte eine typische Position. Der Patient sagt euch, ich habe ganz, ganz lange in der Hitze gestanden. Und ich habe einen typischen Auslöser. Wenn euch zum Beispiel der Patient sagt, ich war bei der Vereidigung als Polizist, stand ich in der prallen Sonne stundenlang, ich habe sehr, sehr wenig getrunken und plötzlich hatte ich einen starken Schmerz, weil mich etwas gepiekst hat, der Hintermann vielleicht, und das hat so wehgetan, dass mir plötzlich schwarz vor Augen wurde und dann bin ich umgekippt. Dann ist das Säbel des Hintermanns. Der Säbel des Hintermanns zum Beispiel. Das wäre eine PPP-Synkope. Oder das junge Mädchen, 15 Jahre alt, wartet vom Justin Bieber-Konzert, der Typ kommt und zack, da kippt sie dahin. Auch da würde ich sagen, spricht eher nicht für eine Herzerkrankung. Okay. Mhm. Jetzt sagst du gerade Herzerkrankungen. Was sind so die gefährlichen Synkopen? High Risk. Die High Risk. Wovor haben wir Angst? Genau. Da gibt es die Chess-Kriterien. C, Congestive Heart Failure, das heißt die Herzerkrankung. Das ist H, der niedrige Hämoglobinwert oder Hämatokrit, deswegen auch unbedingt die BGA. Mhm. Das ist E, die EKG-Veränderung, wobei die nicht näher bezeichnet sind in den San Francisco Syncope Rules. Mhm. Das ist S, die Shortness of Breath, also die Atemlosigkeit. Vor oder nach der Synkope? Vor oder nach der Synkope, genau. Und das ist nochmal S, die niedrige Systole. Als Grenzwert, sag mal, unter 90. Wann muss der Wert sein? Also wenn die in die Notaufnahme kommen quasi, der erst gemessene Blutdruck. Der erst gemessene Blutdruck. Also auch beim Rettungsdienst oder... Okay, genau. Das heißt, Moment, wenn die Leute jetzt diese Chess-Kriterien erfüllen, dann sind die automatisch in einer High-Risk-Synkope. Das heißt, wenn der mit einem Infarkt, oder Zustand nach Infarkt synkopiert, ist der automatisch High-Risk.
Vollkommen richtig, genau. Mhm. Und High-Risk-Synkopen, die müssen immer stationär aufgenommen werden, die müssen man einfach weiter abklären. Ne? Das heißt noch nicht, dass da auch unbedingt eine High-Risk-Synkope vorlag, aber das heißt auch nicht, dass wir es in der Notaufnahme so weit abklären können, dass wir den Patienten guten Gewissens nach Hause schicken können. Okay, okay. Ja. Wenn du jetzt sagst High-Risk, dann haben wir ja vor irgendeinem Risk Angst. Was sind denn diese Sachen, vor denen wir Angst haben? Ich habe da immer wieder so diese 15%-Synkope. Genau, was ist denn das? Da, die Amis, die haben ja immer ganz coole Namen. Die Rule of 15, das meint Erkrankungen, die in 15% der Fälle erstmalig auffällig werden mit einer Synkope. Und was ist damit gemeint? Das ist einmal die Lungenembolie, das ist auf der anderen Seite der Herzinfarkt, das ist die Aortendissektion, das ist die Subarachnoidalblutung und das ist die intraabdominelle Blutung. Also insgesamt Erkrankungen, die man keinem wünscht und die auch ziemlich letal ausgehen können. Und da diese Erkrankungen eben manchmal mit einer Synkope auffällig werden und keine anderen Symptome bieten, müssen wir auf jeden Fall daran denken und müssen eben überlegen, hat der Patient vielleicht eine dieser Erkrankungen? Mhm. Philipp, zusammengefasst, wir haben Synkopen, die sich unterscheiden von einem Kollaps, die sich unterscheiden von einer Präsynkope, wobei es da ein bisschen diffus wird. Wir haben die Hochrisiko- und Niedrigrisikosynkopen. Als Hochrisiko hilft uns diese San Francisco Syncope Rule mit den CHESS-Kriterien. Ja. Jetzt habe ich noch eine Spezialfrage, Philipp. Was ist denn die konvulsive Synkope und wie kann man die unterscheiden von der normalen, vom Krampfanfall? Da kippe ich ja fast vom Stuhl. Ja, ist doch was Gemeines, oder? Der krampft doch auch, wenn man da auf YouTube, wir verlinken euch da ein, zwei Videos, schaut. Genau. Also da krampfen die Leute, wenn man es nicht weiß, dann schaut es aus wie ein Krampfanfall. Genau, also ich würde auch sagen, selbst Profis können eine konvulsive Synkope nicht hundertprozentig vom visuellen Aspekt von einem Krampfanfall unterscheiden. Das ist einfach nicht möglich. Aber es gibt einen guten Hinweis, wie man die konvulsive Synkope, also die Synkope mit konvulsiven Entäußerungen, das ist sie ja, letztlich von einem Krampfanfall unterscheiden kann. Und das ist das Aufwachen. Okay. Ja, das ist, wie schnell, man fragt den Patienten, als sie wieder wach wurden, woran konnten sie sich zuerst erinnern? Und wenn der sagt, boah, da war ich im Krankenwagen und ich wusste eigentlich auch nicht so richtig genau, was passiert ist, dann spricht das dafür, dass der ein ziemlich langes Erwachen hatte und sich an viele Dinge nicht mehr erinnern kann. Wenn aber der Patient sagt, also ich wusste sofort, wo ich bin, meine Kollegen standen um mich herum und haben gesagt, Karl, du bist gerade umgekippt, ne? Und mir war vollkommen klar, oh, ich habe zu wenig getrunken heute, dann spricht das eher für eine konvulsive Synkope. Mhm. Auch da, Stuhlabgang, Harnabgang, Zungenbiss, alles das sind keine richtig guten Kriterien, um das zu unterscheiden. Ja, das kann auch jemand bei einer konvulsiven Synkope haben. Aber eben dieses Erwachen, klassisch auch, wie du sagst, wenn der Rettungsdienst erzählt, die fragen 15 Mal das Gleiche, wie beim klassischen postdiktalen Zustandsbild, dann wird es eher ein Krampfanfall sein, und sonst kann es die konvulsive Synkope sein. Ja, Philipp, das war doch ganz gut, Synkope. Ja, möchtest du noch was erzählen? Ich möchte eigentlich nichts mehr dazu erzählen. Okay. Wichtig ist eben nur, man muss weniger machen, als man denkt. EKG, ausführliche Anamnese und eine BGA. Dann hat man eigentlich schon alles Wichtige erfasst. Und es geht darum, Low Risk und High Risk zu unterscheiden. Und natürlich, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Anmerkungen habt, bitte unbedingt Bescheid geben und nochmal in den Shownotes nachlesen. Da steht auch nochmal eine ganze Menge. Wir verlinken euch auch ein bisschen lustige Videos von Synkopen. Und bitte teilen und liken und den YouTube-Kanal abonnieren. Zum ersten Mal denke ich dran, das zu sagen. Unbedingt den YouTube-Kanal abonnieren. Man muss auf die Glocke klicken, dann kriegt man mich immer Benachrichtigungen oder so. Genau. Spam-Mails. Ciao. Ciao.